So, herzlich willkommen zu einer nächsten Folge. Ja, sorry, aber ich will es jetzt mal ein bisschen genau durchrechnen. Also angenommen, unsere Annahme stimmt hier mit den 5 Sekunden, dass 2 rauskommen. Das heißt, alle 5 Sekunden produziert er 2. Das heißt, er bekommt alle 10 Sekunden 1. Und jetzt, ne, also ich kann im Kopf so ein bisschen die Potenzen von 2, aber nur bis 1 Million. Und ich glaube, die Potenz von 1 Million, wenn wir hier locker übersteigen. Also, ne, für die Beweis brauchen. 2, 500. Ungefähr. Spaß, nein. Also 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Achso, für die es nachverfolgen wollen, ihr braucht einfach nur im Taschenrechner 2 eingeben und dann immer mal 2, mal 2, mal 2, mal 2, mal, ne? Also, ne? So. 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536, 131.072, 262.144, 524.288, ja, 1.048.576. Und ab dann müsste ich selber im Kopf nachrechnen. Also ab dann wird es schwierig. Aber die Potenzen bis 1.048.000 kenne ich halt, weil man die halt im Programmiererleben sehr häufig braucht. Deswegen. So. Aber wie gesagt, ich brauche jetzt mal den Taschenrechner. Hast mein Smartphone denn Saft? 51%, das klingt gut. Also 51% Saft. Ne? Rest ist Wasser. So, System-App. Gibt es keinen Taschenrechner? Da. Gibt es ja einen Scientific-Taschenrechner? Ja. So. Also wir haben hier 5 mal 2. Achso, nee, ich kann es ja auch einfacher machen. So, 5 mal 2 hoch. Was macht der hier? 2 hoch. Ah, okay, wow. So macht er das, okay. 2. Genau, wären 20. Mal 2 hoch 1 wären 10. 5 mal 2 hoch 0 wären 5. Genau, das ist alles richtig. So, das heißt, wir haben hier hoch 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. So, sind wir bei 671 Millionen Sekunden. So, und das jetzt durch 86.400 sind wir bei 7.700 Tagen. Das geteilt durch 365 sind wir bei 21 Jahren. Meine Damen und Herren, das mal 5. Da bist du mehr als in Rente. Ja, wie gesagt, jetzt kann man sich das dann natürlich ganz leicht runterbrechen. Das heißt, wenn du jedes Ding nur einmal hast, brauchst du halt 20 Jahre. Und wenn du halt keine 20 Jahre warten möchtest, musst du halt die Zahl 20 durch x teilen. Dann weißt du, wie lange du warten musst. Und x bestimmst du halt einfach so, dass da eine reasonable Zahl rauskommt. Also zum Beispiel sagst du 240, ja,
dann musst du nicht mehr 20 Jahre warten, sondern nur noch einen Monat. Und wenn du dann 240 einsetzt, heißt das, dass du die Pipeline mit 240 Öfen starten musst. Das heißt, dieser Ofen muss 240 mal vorhanden sein. Der nächste halb so oft, also 120 mal, 60 mal, 30 mal, 16 mal, 16 mal, 8 mal, 4 mal, 2 mal. Und erst ab dann kannst du wieder mit 1 weitermachen. Das heißt aber, du brauchst 240 plus 120 sind 360 plus 60 sind 440. Nein, 420 plus 30 sind 450. Also du brauchst knapp 500 Öfen. Bau die erstmal. Das ist krass. Das ist so krass. Ist das nicht ein bisschen too much, was die sich da haben einfallen lassen? Ist das nicht ein bisschen too much? Ich meine, das ist ja nur die Kosten in Öfen / Zeit, die du investierst. Das ist ja nur die Kostenrechnung aufgrund dessen, was du brauchst, wenn du das ganze Uran bereits hast. Aber auf der anderen Seite, damit hier ein 3,5er Uran rauskommt, brauchst du ja zwei 2,4er, vier 3,3er, ja, das ist ja genau gegenläufig. Das heißt, du brauchst, wie viel hatten wir? Wir haben 3,4. Das heißt, bis 0,7 haben wir ungefähr 1,8. Also 18 Stufen. Das heißt, du brauchst 2 hoch 18 Dust von den 0,7er. 2 hoch 18, das sind 226.000 ungefähr. Also, ich weiß nicht, ob es genau 2 hoch 18 genau sind, aber wenn es 2 hoch 18 sind, brauchst du 262.000 mal Uranstaub, um auf 1 mal 3,5 zu kommen. What the fuck? Ich meine, gut, vielleicht ist das auch nicht. Warte mal kurz. Genau. Das kann sogar sein, dass das nicht ganz hinhaut, weil, wenn wir 3,4, also angenommen, wir haben zwei 3,3er, dann wird ja davon einer, zwar richtigerweise, zu 3,4er, der andere geht aber nicht direkt verloren, sondern der andere wird dafür zu 3,2er. Das heißt, hier haben wir dann wieder ein noch zusätzlich drinne. Das heißt, es wird nicht immer halb so viel, sondern irgendwas anderes. Kann also sein, dass wir doch wesentlich weniger das brauchen, um auf einmal 3,5 zu kommen. Aber wie gesagt, es ist halt Unmengen trotzdem. Es sind halt einfach Unmengen. Also. Da stellt sich mir die Frage, wozu wird diese Anlage überhaupt gebaut, wenn ich da 20 Jahre warten muss, bis da eins rauskommt? Und wie zum Fick wollen wir das im Let's Play machen? Ich weiß, es gucken vielleicht nicht so viele Minecraft Let's Player zu, aber hat von euch einmal schon mal jemand geschafft, sowas zu machen? Also eine Pipeline zu bauen, sodass dann auch am Ende tatsächlich ein 3,5er rauskam? Oder besser gesagt 5? Die du ja brauchst, um einen so einen Uranstab, also Brennstab zu erzeugen. Ich kann mir nicht mir fällt gerade kein Weg ein, wie man das irgendwie beschleunigen könnte. Das ist ja krank.
Ich muss ja mal privat ein bisschen was rumbauen. Oder wisst ihr was? Warum privat? Warum nicht einfach im Rahmen wie des Let's Plays? Ich werde mal den Creative Mode so richtig hart dran nehmen. Das mache ich am besten auf einer privaten Welt, nicht hier auf der. Und da das hier zum Scheitern verurteilt klingt, kann ich die Anlage direkt abschalten. Das wird nie was werden. So, jetzt warte, gehen wir mal raus hier. Und starten mal. Warte mal kurz. Ich hab ja Spiel betreten. Nein, Spiel starten. Ich habe ja hier meine Workspace. Ha? Bam. So, kann ein bisschen dauern, weil es halt ein großer Server da hoch. Okay, wow, ja. Ich habe mich noch nicht an mein neues System gewöhnt. Es ist scheiße schnell. Oh, und es war der falsche Server. Vielleicht war auch deswegen so schnell. So super schnell. Eben ist ja mein Klon. Ich wollte auf meinen Creative Server. Mal gucken, wie lange der braucht zum Starten. Ja, dauert schon ein bisschen länger. Okay. Das ist eher so die Zeitspanne, mit der ich gerechnet habe. Genau. Das ist eher so die Zeitspanne, mit der ich gerechnet habe. Weil, ne, da sind halt eine ganze Menge Mods drauf. So, wo sind wir hier? Ist eigentlich auch völlig egal. Ich grant mir mal alles. Grant me all. So. Ich dachte, das ist mein Workspace. Wieso ist mein Workspace? Weil hier ist ja was drin. Ist der Workspace nicht der leere? Das hier ist die 1 zu 1 Kopie. Oder ist das die leere Version? Achso, halt. Jetzt habe ich auf Server veröffentlichen geklickt. Jetzt gibt es den Server zweimal. Ich meine nicht, dass es irgendjemand stört, weil wenn er sich verbindet, dann landet er sowieso auf meinem MyTest-Server. Es kann halt nur sein, dass er zweimal in der Liste auftaucht. Kann man so auf dem Wege der Ding voll spammen? Ja, hier ist ja auch was. Ach nee, genau, das hier war eine ganz alte Kopie. Die Kopie war von der Zeit. Weiß ich gar nicht. Egal, wir nutzen einfach mein Workspace. Diese drei Einträge in der Liste sind sowieso Kopien von dem Server, die ich direkt aus den Backups erstellt habe. Es ist also alles drei sind Spielwiesen. Ich kann mit dem machen, was ich möchte, kann jederzeit löschen. Von daher. Dient das als schöne Spielwiese. Aber hier sind halt alle Mods drauf, die auch auf meinem Creator Server drauf sind. Das heißt, ich weiß, dass wenn es hier funktioniert, es auch auf meinem Creator Server funktioniert. So, und was wir jetzt hier machen werden, ist, wenn eine schön große Fläche erzeugen. Nummer 1. Warum habe ich hier Fog aktiviert? Seit wann das? So müsste reichen. 2. Set Stone. So. Was? Achso. Doppelstrich. The fuck? So. Genau. Ja. So, jetzt wollen wir mal gucken. Also, jetzt brauchen wir ganz viele. Ich muss dafür natürlich auch erstmal die ganze Elektrizität bauen und alles, ne? Oh mein Gott. Die brauchen Mittelvolt. Das heißt, ich muss so oder so unten einmal Mittelvolt anschließen. Und dann geht es immer hinten raus und bei der nächsten geht es dann oben wieder rein. Okay, warte mal ganz kurz. Ich muss erstmal hier erstmal einen Testbau machen.
Das heißt, oh, Alter, ganz ehrlich. So. Hält der Kopf mir aus hier. So, wir brauchen MV. Wir brauchen Pipe. Und zwar die, die sich beschleunigt von alleine. Das war Pneumatic. Wo ist denn die mit dem Rot? Da. One Way. Ah, nee, ist One Way. Wo ist denn, was war? Da. Das ist die, die beschleunigt, genau. Wir brauchen die aber. Achso, ja. Genau. Die beiden brauchen wir. Jetzt brauchen wir diese Pusher. Dann nehme ich direkt mal diese Stackwise. Ja. An denen sollte jetzt nicht scheitern. So. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Immer diese komischen World-Edit-Dinger. Geh mir halt hart auf der Eier. Achso, kann ich auch clear machen, ne? War das nicht? Oder hide? Ah ne, da hidet er die Blöcke. Schau, gibt's natürlich nicht. So. Hä? So. Ah, dieses World Edit. Witzig, dass manche Befehle hier drinne stehen, obwohl das diese Short Commands ist. Also das hier und nicht das. Aber gut. So. Genau, hier war das Hide drinne. Und wie hieß der Befehl? Ach so, Restore. So. Und wie ist jetzt dieser Befehl, um die Umrandung zu entfernen? Ach so, genau. Das ist das Gegenteil von Hide, soweit ich weiß. Ah, ne, mein Leben war ja. Nee, komm. Was war Reset? Genau, das war Löschen. Anmark. Ah, okay, wow. Yay, endlich weg. So. Okay. Jetzt mal Folgendes. Also, am Anfang der Pipeline steht dieses arme Stück Draht. Da drauf ist ein Ofen. Dieser Ofen, wir brauchen es jetzt hier in Kompaktbauweise. Das heißt, wir arbeiten mit einer Tiefe von 3. Das heißt, hier ist das nächste, aber 2 Lücke, genau. Und hier kommt der nächste Ofen rauf. Denn das bedeutet, dass hier hinten ein fieser Stack-Dinger hin kann. Und an dem wird jetzt ein Achso, kann der eigentlich um die Ecke dingsen? Nee, ne? Da wird ein Ding rotiert. Hä? Wie kann ich denn ein Rohr anbauen? Junge, ich will ein Rohr verlegen. Was ist mit dir los? Hä? Habe ich kein Creative? Gib mir mein Ding. Ups. Entschuldigung. So. Kann ich jetzt da was anbauen? Nee. So. Dann machen wir erstmal das Ding dahin.
Diese Richtungstür brauchen wir jetzt eigentlich sowieso erstmal nicht. Da das ja nur, da unser klassisches Konzept mit einer Pipe, die durch alles geht und sich ein paar Mal rumschlängelt, mit der Bauweise sowieso nicht funktioniert. Also müssen wir sowieso alles manuell machen. Von daher brauchen wir diese One-Way-Typ sowieso nicht. Weg damit. Es wird hier etwas dunkel. Time. 6000. So. So, und das Ding. Das soll jetzt aber eigentlich doch so funktionieren müssen, ne? Das heißt, du kannst doch wieder ran. Du kannst daran. Und dieses Pipe-Dings. Gedings-Gedöns. Kommt jetzt darauf. Kommt jetzt darauf. Mal. Da. Perfekt. So. Das haben wir jetzt einmal. Wir brauchen es aber. Boah, Alter. Boah, ey, das ist ja. Was tue ich hier gerade? Ich habe gerade ein bisschen Angst vor dem, was da passiert. Kannst du bitte zu mir dich drehen? Ich hasse das. Einfach gegenbauen kann man nicht, weil man dann die Zentrifuge öffnet und mit Shift-Klick klicken. Bauen geht auch nicht, weil dann musst du immer so schräg stehen, damit das in die Richtung baut, die du es haben möchtest. Ah, ist ein bisschen irreführend. Ja, hier auch wieder mit Shift arbeiten. So, genau. So ist richtig. Wobei jetzt kann es natürlich sein, dass er hier versucht, es dahin zurückzuschicken. Dürfte aber kein Problem sein, weil er würde es ja nicht direkt. Ich glaube sogar, er schießt automatisch dahin weiter, weil er erkennt, dass es hier nicht reingeht. Ich glaube, das erkennt er. Werden wir ja sehen, gleich. So, auf jeden Fall ist das eine Einheit von der ersten Stage. Und diese erste Stage brauchen wir aber ein paar Mal. Wir haben ja gelernt, ne, wir brauchen davon 240. Ich hab Angst. So, vor allen Dingen aber brauchen wir hier ein bisschen Kabel. Und jetzt baue ich hier auch gleich mal ein bisschen Stromnetz. Denn das werden wir brauchen. Was jetzt? Wir brauchen einmal ein Schaltnetz-Dings da uns da. Wie? Geht Supply? Nein. Ach. Wer ist denn das jetzt? Station. Ja, genau, Switching Station hieß das Ding ja. So, du kommst. Genau, du kommst einfach direkt dahin. So. Und jetzt brauchen wir. Das Gerät wird sehr groß. Ja, wird sehr groß. Egal. Solar. So, haben wir MV. Wir brauchen MV. Brauchen wir 9 Stück. So, 9 Stück sollten locker genug Leistung bringen. Die H... Oh, nee. Nur 13 KEU. Verdammt. Eine einzige brauche ich irgendwie schon. Wie viel brauchen die? Keine Ahnung. Wir können mal ganz kurz gucken. Dust. Gib mal hier ein Stack davon. Ach nee, doch geht. 8000 EU brauchen die nur. Oh, dann ist ja alles easy. Okay, gut, dann passt ja alles. Dann ist ja alles wunderbar. So. Umweltverschmutzung. Okay, da passt ja alles. Gut. Das heißt, das hier ist jetzt eine Einheit. Für die erste Stage. So, von der müssen wir jetzt, da wir hiervon 240 brauchen. Und eine ist 4 breit. Dann brauchen wir auch noch einmal Luft dazwischen, damit sich die Kabel nicht berühren. Für die nächste. Brauchen wir das ganze Ding also 120 Mal. Das wird so Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Wo bin ich jetzt überhaupt orientiert? Also, das hier ist die X-Achse. Das heißt, wir müssten es so. Das heißt, nach da wird es größer. Verdammt.
Ja gut, da war die Grundplatte hier völlig umsonst. Egal. Sieht sowieso hässlich aus. Ist jetzt eigentlich meine Area noch da? Set Air. Ja, okay, ist noch da. Gut. So ist die Grundplatte wieder weg. Wie gesagt, die ist sowieso falsch. Die macht so keinen Sinn. So, 1. Einfach ein bisschen tief, egal. Alter, daran zu denken, dass das gerade mal die erste Stage ist, ist halt traumatisierend. So, jetzt haben wir aber keine Luft. Das heißt, ich muss hier eins noch weiter. Und jetzt kommt ein Befehl, den ich selber super selten verwende. Der war, glaube ich, Stack in die... Oh Gott, wie war da mal die... Help. Stack. So. Counter Current XYZ Fragezeichen. Was ist Frage? Achso, Fragezeichen war irgendwie in die Richtung, in der man gerade guckt, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir brauchen Stack in die Z-Richtung. Also 0, 0 und Z ist immer 4 Stufen weit. Und wir probieren das Ganze erstmal zweimal. Was? Ach, ich muss angeben. Hä? Ich muss angeben, dass das in die Z-Richtung stacken soll. Und dann wahrscheinlich wie häufig, also zweimal. Aber wie sage ich ihm, dass es immer um 4 Stufen verschieben soll? Oder muss ich das gar nicht, weil er erkennt, dass seine Region 4 Stufen breit ist? Ja, erkennt er automatisch. Okay, cool. Dann brauchen wir das Ganze 120 Mal, also müssen wir es 119 Mal stacken. Ups. Das Ding hier... 19 Mal. Bumm. Ja, das wird ein Spaß, meine Damen und Herren. Es ist... Oh mein Gott. Zum Glück wird es, glaube ich, von hier an nur noch einfacher. Also zumindest habe ich jetzt die Hoffnung. So, denn ab hier kommt jetzt die nächste Stage. Und die ist... Einmal so... Ach ja, Mann. Ist ja gut. Hab Erbarm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, quasi jetzt einfach nur das wiederholt. Das heißt, so, ja, so, so, da, 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 da. Dann hier einmal hoch, einmal so. Und hier in den nächsten. Und ab jetzt können wir das Ganze ein bisschen mitkommen. Achso, ich habe für vorne gebaut. Ich hätte so rumbauen müssen. Verdammt. Wie soll das funktionieren? Geht das so? Ja, funktioniert. Genau, der ist hier hinten die Ausgabe. Das passt. So, jetzt brauchen wir wieder die elektrische Anlage. Die ist zum Glück diesmal ein bisschen kompakter. Denn ich kann jetzt einfach da und hier direkt rangehen. Und zwar auf die gesamte Länge... Genau, auf die gesamte Länge kann ich bauen. So, brauchen wir einen Controller. Und hier die restlichen damit zuklatschen. Bap. Sieht irgendwie stylisch aus, ne? Also vom Optischen her gefällt mir die Anlage jetzt schon. So, wir brauchen 8000 EU. Wir haben aber nur 7500. Scheiß die Wand dann. Gut, dann musst du leider nach unten verfrachtet werden. Ich wollte eigentlich nicht. Ach komm, wird die Anlage halt doch ein bisschen noch ein bisschen tiefer. Mache ich hier noch eine zweite Reihe ran. So. So. So, jetzt hat sie auf jeden Fall genug Saft. Genau. Hat die jetzt sogar 10. Oh, aber genug Power. Aber wieso eigentlich?
Die hier vorne haben 13. Ach so, oh, Momentchen mal. Verdammt. Ich hätte ja beide zusammen testen müssen, ne? Oh, ist das. Ja, nee, das Nuller bringt natürlich nichts. Ich brauche das 3,5er. Nee, das 0,7er. Oh Mann, ey. Oh, warte. So, jetzt. Ja, braucht 16. Das ist also, das heißt, das ist so wenig. Scheiße, die Wand dann. Gut, das heißt, wir müssen hier nochmal 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, so, so. Und so. Dann haben wir jetzt 18. Ist das so auch richtig? Ah, nee, der Denten wird auch noch hierüber betrieben. Okay, komm, ich mache keine Gefangenen. Ich mache einfach noch ein paar Reihen ran. So, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, aber auf jeden Fall mehr als genug. So. Der sollte, dass das Ding hier hinten auch noch aktiv wird, brauchen wir ja noch mehr. Ach so, die brauchen noch einen Taktgeber. Mesekon. Ah, diesen Taktgeber habe ich ja komplett vergessen. So, Blinky Plant brauchen wir eine und ein bisschen Mesekon. Jetzt haben wir vertikal Mesekon, wir brauchen horizontal Mesekon. Wo ist denn die? Komm jetzt hier, so, danke. So. Ich sag euch, das ist, ich brauche eine breitere Taskleiste. Da ist dieser Albtraum. So, jetzt haben wir alles Wichtige hier oben. Kann ich einfach so machen? Einfach so machen und jetzt schaut er beide an. Ja, er schaut beide an. Okay. So, jetzt fehlt nur noch. Schadi-Rambo kann ich nicht, aber ich kann so. Und dann. Ja, das geht. Denn er muss nur noch hier hinten kommen. Oh. Warum wird er nicht erkannt? Stimmt ja, wir haben ja nicht nur, dass es immer, wir müssen ja auch noch die Niederwertigen müssen wir auch noch zurückschleusen in die vorherige, ins vorherige Stage. Wir haben jetzt immer nur einen Uplink auf die nächste Stage. Aber keine Rückführung auf die vorherige Stage. Ach du Scheiß. Wer denkt, wie soll sowas funktionieren? Da müssen wir ja doch einen Roundtrip machen. Also doch so, wie ich mein Lager gebaut hatte, nur wesentlich größer. Okay, das heißt, das hier können wir komplett vergessen, weil ich wollte es so bauen, dass wir halt eine Stage haben und hier halt die nächste Stage, die nächste Stage, die nächste Stage. Und das halt nach jeder Zentrifugenrunde halt in die nächste Stage gelangt. Und das halt immer halb so viele werden, ne? Also 120, dann nur noch 160 und so weiter und dann irgendwann halt hinten halt immer nur noch eine, ne? Weil eins kannst du nicht weiter halbieren. Bis dann halt hinten die letzte Stage irgendwann kommt. Aber eben, das ist ja dein One-Way. Ich meine, irgendwann macht er hier auch das andere, ne? Weil jetzt hat er zum einen, jetzt hat er hier natürlich dann vier Größen drin, ne? Das heißt, er wird dann die vier Größen hier weiterleiten. Er hat dann also noch mehr Größen hier drin, ne? Also One-Way geht halt nicht. Das funktioniert nicht. Verdammt, verdammt. Das ist natürlich scheiße. Okay, muss ich mir mal in der nächsten Folge was einfallen lassen.
Das Ganze nimmt Ausmaße an, die ich so nicht erwartet hätte. Wenn ich mal ehrlich bin. ja. Wir sehen uns dann.